Also würde ich sagen, peace out. Vorhaut, euer Ramses. Hören Sie mal hier ab. Was ist denn mit Ihnen? So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon Go. Es ist jetzt 11.12 Uhr. Wir sind im Evoli Community Day. Ich bin nicht zu Hause. Ihr seht, hier steht Hildburghausen, Schmalkalden Mining. Wir sind nämlich gerade unterwegs. Rucksack ist auch am Start. Und weil Evoli C-Day ist, ich den ersten aber schon gespielt habe, möchte ich jetzt beim zweiten eigentlich gar nicht zocken. Dachte eh, der Kanal ist noch gesperrt. Jetzt ist er natürlich doch wieder frei. Wir hätten zu Hause streamen können, ganz gechillt, aber wir sind heute unterwegs. Deshalb möchte ich trotzdem die Levelaufstiege mitnehmen mit meinen Freunden. Möchte euch zeigen, wer da aufgestiegen ist. Mal gucken, wer da mitgemacht hat, wer nicht. Die müssten ja um 11 Uhr alle geöffnet haben, deswegen mache ich wieder Trick 17. Ich gehe 11.13 Uhr gerade in die App und nach dem Start der App sofort rüber auf meinen Itembeutel, um ein Glücksei anzulegen. So müssten mir alle Levelaufstiege, die getätigt wurden, wo die Leute ihre Punkte schon bekommen haben, jetzt noch angezeigt werden. Da sitzen auch schon ein paar Evoli rum. Die, die nicht geöffnet haben bei mir, die werde ich dann öffnen. Mary ist hier aufgestiegen, gute Freunde. Der Schmale hier, Hyperfreunde. Ich habe gestern Abend schon einige Geschenke rausgeschickt, nochmal an die paar Leute. Und die aufsteigen, Strange Love, ja auch 100.000, auch Hyperfreunde mitgenommen. Es ist unglaublich warm. Alder Felger 7, der hat auch schon die ganze Zeit ein Geschenk gehabt, hat natürlich gewartet. Ich habe auch nicht aufgemacht zur Rage-Stunde, habe immer geguckt, wenn dort stand, Level Up C-Day, dass ich die zulasse. Jens von X ist auch am Start als beste Freunde. Kurvi Diva 100.000 nehmen wir natürlich auch noch mit. Alder Felger 900.000. Maju 0907, auch Hyperfreunde. Das ist hier Licht und Schatten, ist hier ein bisschen Lost Lift, beste Freunde, auch 200.000. Ich habe mir natürlich gestern Abend auch das Ticket geholt für 99 Cent wieder für die Spezialforschung. Gleichzeitig gab es auch eine befristete Forschung. Was man hier sieht, ganz kurz mal hier durchdrücken. Ihr habt also eine befristete Forschung auf der Seite, wo sich einige gewundert haben, hä, wieso ist die Forschung schon da? Aber die soll euch natürlich helfen, dass ihr eure Evolis alle entwickeln könnt für die Spezialattacken. Und ihr habt hier drüben auch diese Spezialforschung, 5 Kapitel wieder mal. Gibt's Rauch, gibt's alles andere. Die werde ich euch leider nicht im Detail zeigen können, aber wer das Ticket hat, weiß ja Bescheid, was da alles drin ist. Der Rest liest das Zeug eben im Internet nach. Wenn jetzt hier sich nichts mehr tut, doch, da tut sich noch was. Jens, 100.000, nehmen wir auch noch mit. Wenn nämlich keine mehr kommen, müssen wir die restlichen aufmachen. Leider habe ich ein paar Kandidaten drin, die sind schon bestimmt seit 2 Wochen 2 Stufe vor dem Level ab. Vorüberfreunde, beste Freunde, ich habe gedacht, die machen das mit Absicht und schicken einen Tag vor dem C-Day ein Geschenk, dass ich das öffne. Und sie meint es dann am C-Day öffnen. Leider hat gestern Abend trotzdem keiner was geschickt. Das habe ich bei 2 Leuten gehabt. Bei Hamid und bei Pikachu. Haben zwar ein Geschenk von mir, aber wenn sie das heute öffnen, brauchen wir immer noch einen Tag zum Level Up. Also keine Ahnung, was bei denen falsch läuft. Hat sich auf jeden Fall nicht ausgegangen. Ist sich nicht ausgegangen, meine ich. Jetzt wühlen wir mal hier kurz durch und gucken uns die an, die wir noch öffnen können. Für beste Freunde vor allem. Joel, King Hammer, Henry, Nikki, Blood in Tears, Drachek, noch ein Stück runter. Lost Lift, hier, Buford, Uchiha. Gucken wir mal uns kurz an, ob wir den öffnen können. Ja, einen Tag, den können wir öffnen. Hexenluder ging leider auch nicht. Hexenluder war auch 2 Tage. Ich habe Hexenluder gestern geöffnet und ihr noch eins geschickt, sodass, wenn sie heute während des C-Days geöffnet hätte, wir auch aufgestiegen wären zu beste Freunde. Jutta müsste dann schon wieder mehr als, nee, auch einen Tag. Das heißt, Jutta können wir auch aufmachen. Ja, ist ja klar, H ist vor J. Jutta machen wir also auf. So. Jetzt habe ich den Onkel Olli noch. Onkel Olli Junior, mach mal auf. FC Mary sehe ich da unten. FC Mary habe ich auch gestern geöffnet und ein Geschenk, glaube ich, geschickt. Nee, habe ich nicht. Komischerweise dachte ich, dass ich gestern eins geschickt habe. Oder nee, der hatte, glaube ich, noch eins. Ah, es sind eh 2 Tage noch. Gut. Dann FC Mary ist auch nichts und Amikosi müsste dann eigentlich auch noch mehr brauchen.
noch 4 Tage. Also gehen wir mal kurz runter und suchen uns die Dreier, die aufsteigen. Da werdet ihr auch die Leute sehen, die es eben nicht mit reinschaffen. Kovi Diva, Alter Felscher, Schmale, Hacker, Jens, Maju, Strangelove, Bestes Lama müsste ein Tag, müsste also auch passen, wenn wir den aufmachen. Also wenn die Leute um 11 ihr Glücksei anmachen, läuft das ja bis 11.30 Uhr. Da ist es jetzt nicht so schlimm, wenn ich hier 11.20 Uhr den Rest mitmache. Blauer Adler haben wir hier. Brush Guy hat ein Geschenk, öffnet aber nicht. Dann öffne ich halt jetzt. Ist nämlich auch aufgestiegen. Chaos Tourist muss ich öffnen, weil der hat keins. Also sehr abwechslungsreich. Hemmit hier, sehr schlau. Habe ich kein Geschenk gehabt, habe ich gestern eins geschickt abends. Ich hatte keins von ihm, jetzt haben wir einen Tag noch da. Er hat keins mehr von mir, ich keins von ihm. Er hat meins heute geöffnet, aber ja, das ist also nix. Keine Ahnung, wieso das so war. Hemmit, wenn du das liest, wenn du das hörst, da musst du jetzt Vertrauen haben. Dann am besten zur Rage-Stunde leveln oder auf den nächsten Z-Day warten. Aber ich glaube, wenn du nochmal bis zum nächsten Z-Day wartest, dann werfe ich dich einfach raus. Hier Pikachu habe ich auch geschickt, aber er schickt nichts mehr 2 Tage davor. Was macht man damit? Rausschmeißen, drin lassen, ich weiß es nicht. Too lost for playing, das sieht man schon, das dauert noch länger. Gehen wir also mal runter. Also Pikachu scheint wohl so, dass er irgendwie gar nicht mehr spielt oder gesperrt ist oder gerade im verhindert ist, keine Ahnung. Aber Hemmit hat ja aktiv geöffnet, aber sich wohl ein bisschen vertan, dass eben bei 2 Tagen es nicht reicht, wenn er dann mein Geschenk öffnet am Z-Day. Da hätte man eher drauf gucken müssen. Vielleicht hat er gedacht, da ist so wenig Platz, das ist bestimmt nur noch eine Interaktion. Aber wer das nicht weiß, der kann ja auf die Herzen draufdrücken. Dann seht ihr das. Hier genau, wenn ihr nicht wisst, wie viele Interaktionen sind das noch, dann drückt ihr da drauf, drückt nochmal auf diese Stufe, dann seht ihr noch 3 Interaktionen. Manche wissen das trotzdem nicht. Wir haben hier noch einer, glaube ich, die wir öffnen können. Nehmen wir natürlich auch mit. Den Benjamin heißt das, glaube ich. Wir haben Bonnie Rose. Habe ich gestern Abend angenommen. Ich habe gestern, glaube ich, wieder 10 Leute rausgelöscht, die inaktiv waren. Despotar. Habe da ganz viele wieder reingenommen. Habe aber jetzt gar keine Anfragen mehr großartig übrig. Also so wie es aussieht, ich habe gar keine Anfragen mehr. Wer jetzt also eine Freundschaftsanfrage schickt, Der würde beim nächsten Mal, wenn ich natürlich Leute annehme, könne dann direkt in die Liste kommen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Also ihr seht, ich habe keine Freundschaftsanfragen mehr, gar nichts mehr. Edit mich, wenn ihr in die Liste wollt oder wenn ihr drin wart und rausgeflogen seid und wieder rein wollt. Manche Leute habe ich aber auch mit Löschen markiert, die einfach immer aufmachen, ohne auf die Level-Ups zu achten. Habe ich gestern auch einen gehabt, der wollte dann wieder reinkommen, aber ich habe gesehen, dass da Löschen stand, also habe ich den wieder rausgenommen. Weil der, weiß ich nicht, braucht man einfach nicht solche Leute, die auf nichts achten. Buford aufgestiegen, Jutta aufgestiegen. Onkel Olli aufgestiegen, nochmal 200.000. Bestes Lama 100.000. Drück mal noch fix durch, blauer Adler. Brush Guy. Könnt ihr mal zusammenrechnen, wie viel das jetzt insgesamt war. Chaos Tourist 100.000. Also 1 Million sollte man schon zusammengekriegt haben. Power Raider 100.000. Zocki 100.000. Seska und Voyager. Jetzt müssten also nur noch die Kleinen kommen. Das war der einzigste Zweier. Ihr habt ja noch die Einer, Benjamin, Bonnie, Despotar, Snap. Das müsste, glaube ich, gewesen sein. Nee, den Notorious steht noch da. So, das war's jetzt. Birnbaum hat eingeladen für einen Scaraborn Raid. Den lassen wir jetzt weg. Das waren die Level-Ups von meiner Seite aus. Ich werde gucken trotzdem, dass ich vielleicht Narrat, je nachdem wann wir heimkommen, vielleicht noch ein bisschen zocken kann, noch 1/2 Stunde oder so, dass wir die Entwicklungen wenigstens machen als Shiny. Mehr müssen wir eigentlich nicht machen und deswegen
würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Hier kommt nämlich gerade ein unfreundlicher, komischer Typ. Also würde ich sagen, peace out. Vorhaut, euer Ramses. Was ist denn mit Ihnen? So, ich melde mich nochmal ganz kurz zurück, denn vielleicht habt ihr das jetzt gemerkt am Ende vom Video, dass da plötzlich geredet wurde, dass da jemand ankam und was zu mir gesagt hat. Und ich kann es nicht nachvollziehen, ich verstehe es nicht, was das Problem war. Ich stand auf einem öffentlichen Weg, wo es über eine Brücke dann ging, auf einen Spielplatz. Wir waren ja unterwegs zusammen mit Frau und Kind. Ich habe gesagt, warte, ich mach kurz die Interaktion, ich mach kurz die Levelaufstiege, ich stelle mich kurz hier rüber, habe mich also bei dem Weg an den Rand gestellt, habe gesagt, ich nehme das kurz auf. Und schon während ich das aufgenommen habe, die Levelaufstiege, hat immer zu jemand bei dem Wohnhaus, was dann da drüben war, aus dem Fenster einer gebrüllt, hat immer zu gesagt, ey, du, schreie nicht so rum. Und ich sollte verschwinden oder irgendwas oder keine Ahnung. Ich meine, mir ist nicht bewusst, dass ich geschrien habe. Meiner Meinung nach habe ich so geredet wie jetzt, also einfach ganz normal, wie als wenn ihr euch jetzt auf dem Weg mit jemandem unterhalten hättet. Selbst auf der Brücke standen Leute und haben sich unterhalten. Ich stand nicht auf der Brücke, ich stand normal auf diesem Weg, wo einfach jeder öffentlich durchläuft, habe kurz mein Zeugs geredet und das... Weil ich mein Zeugs halt zu Ende geredet habe, kam es dazu, dass dann eine ältere Dame und ein älterer Mann aus dem Haus kamen, haben sich dann dahingestellt und haben mir gedroht mit der Polizei. Ich soll hier verschwinden, ob ich gar kein Benehmen hätte und es interessiert kein Schwein, was ich hier zu sagen habe. Ich soll hier keine Geschichte erzählen oder irgendwas. Haben noch 20 Mal darauf bestanden, dass ich verschwinde, meine Sachen nehme und abhaue, sie die Polizei sonst holen und weiß ich nicht, was da das Problem war, weil der Vorwurf war einfach, ich habe da geschrien und hab da rumgeschrien die ganze Zeit, was total schwachsinnig war. Hat mich natürlich tierisch geärgert, dieses Sinnlose. Bin dann aber zu Pupsi dann auch zurück, weil ich war ja eigentlich fertig mit dem Video und das war eh sinnlos. Wir waren auf dem Spielplatz, vielleicht eine Dreiviertelstunde, sind dann vom Spielplatz in die Stadt, waren 2 Stunden in der Stadt, wir waren shoppen, wir waren Eis essen, wir waren richtig essen vor dem Eis essen, wir sind rückwärts nochmal auf den Spielplatz, waren dann nochmal eine Dreiviertelstunde gefühlt. Dann laufe ich wieder über diese Brücke, diesmal war Pupsi auch dabei und bei diesem Haus stehen am Fenster natürlich der Mann und die Frau. Total komisch, als hätten sie die ganze Zeit da gestanden und würden einfach alles und jeden beobachten, der dort vorbeiläuft. Oder als hätten sie drauf gewartet, bis ich wieder aus dem Park rauskomme, was natürlich dann gefühlt fast 4 Stunden gedauert hat, also 3,5 Stunden, was ich schon ein bisschen merkwürdig finde, aber gut, Polizei kam auf jeden Fall nicht. Komische Leute. Pupsi hat auch gesagt, hey, die stehen da und beobachten uns und jetzt steht die Frau auch noch da, beobachtet auch mit, also keine Ahnung, was da los ist. Wenn ich geschrien habe, ihr habt ja das Video gesehen, schreibt es mir in die Kommentare, ob ich zu laut geredet habe. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer schreiender Ramses.